Hallo meine Lieben, ja, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Kino, alleine, weil Angie hat einen Tanzkurs mit ihren Mädels von der Faschingstruppe und ich werde mir den doch recht umstrittenen Film Joker anschauen und ja, wie ich den fand, sage ich euch dann hinterher. Ab ins Kino, los! Bin aus dem Kino wieder raus. Zwei Sachen vorab. Der letzte Batman-Film, den ich gesehen habe, war irgendwie Batman Forever. Der ist zig Jahre her. Und ja, dementsprechend kenne ich von den Joker-Darstellern, also Heath Ledger habe ich nicht als Joker gesehen, sondern nur quasi den ganz alten. Ich muss aber sagen, ich habe mir den Film angeguckt, obwohl ich jetzt kein großer Batman-Fan bin. Wegen Joaquin Phoenix. Ich habe ihn in Walk the Line, also dem Johnny Cash Film gesehen und fand ihn da schon genial und habe gedacht, okay, wenn er einen Joker spielt, möchte ich ihn mir anschauen. Außerdem, ja, ich wollte wissen, wie der Film ist. Es hieß so, ja, so gar, der ist so gewaltverherrlichend und bla 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 und so verstörend. Also verstörend fand ich ihn jetzt nicht. Es ist ein sehr, sehr gut gemachter Film, also allein technisch. Ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit Kameras und Zeug beschäftigt, was ja quasi ich und viele von euch ja auch tun. Wie fing mein Satz an? Naja, egal. Also wenn man sich so ein bisschen mit Kameras beschäftigt und weiß, wie das so abgeht, was die da gerade machen, wenn die eine Einstellung drehen. Es ist Hammer. Technisch total geil umgesetzt. Bildführung total geil. Also ich bin echt begeistert von dem Film, obwohl ich jetzt kein Batman-Spezialist bin und keine Ahnung. Aber ich fand den Film gut. Ich möchte jetzt hier auch nicht spoilern. Was kann ich dazu sagen, wenn es heißt, dass der gewaltverherrlichend ist? Es kommt eine Menge brutaler Gewalt vor, ja, aber ich finde sie jetzt nicht verherrlichend, sondern ich finde sie eigentlich relativ realistisch dargestellt, was ich persönlich eher erschreckend und so ein bisschen abstoßend fand. Also auf keinen Fall so verherrlichend. Ja, ich würde das mal eher so vergleichen, wenn man versucht, in einem Kriegsfilm das Geschehen irgendwie realistisch darzustellen. Das heißt, irgendwie so Soldat James Ryan oder sowas ist ja auch brutal ohne Ende. So würde ich das eher darstellen. Dass es jetzt gewaltverherrlichend ist, auf keinen Fall. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war irgendwie die Geschichte, die sie um ihn rum gesponnen haben. Sehr sehenswert. Wie gesagt, ich kenne andere Verfilmungen jetzt nicht. Von da an weiß ich nicht, inwieweit sich das mit irgendwelchen Comic-Sachen oder so ein bisschen beißt, aber die Geschichte, so wie sie war, fand ich gut. Ja, also Fazit. Ich war jetzt sehr froh, dass ich den Film gesehen habe. Ich fand ihn sehr gut gemacht. Er wird mich ja ein bisschen beschäftigen und ich habe so wieder so ein paar Ideen so fürs Filmen rausgezogen. Einfach, ja, einfach weil man sich so ein bisschen was abschauen möchte und waren ein paar so geile Einstellungen dabei. Und ja, wenn ich wüsste, wie, ich würde sie alle umsetzen, aber wenn man alles alleine macht, ist das ein bisschen schwierig. Vielleicht irgendwann mal. Gut, also Joker von mir 5 von 5. Joaquin Phoenix, geiler Schauspieler. Mega. Also, gutes Nächtle. Ciao!